Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Mittlerweile glaube ich schon in der 68. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier weitergeht, weil ich muss zugeben, ich habe jetzt schon fast 2 Wochen nicht mehr gespielt. Die anderen Folgen sind ja schon voraufgenommen gewesen. Da mein Rechner ja gesponnen hat, mein Alter, und ich habe mir jetzt ein bisschen neues System zusammengebaut. Läuft zwar noch nicht so rund, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen hinbekommen. Dass das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Na gut, ich würde dann sagen, dann schauen wir uns jetzt das Gebiet hier noch ein bisschen an. Genau, hier oben war der Glockenheini. Ich glaube, den müssen wir jetzt gleich mal killen. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Hinten ist, glaube ich, der eine Typ hier, Prinz Eisenherz oder keine Ahnung, wie der heißt. So, würde ich sagen, gehen wir hier mal raus. Ah, ne, da geht's nach draußen. Okay. Den Shortcut haben wir schon freigeschaltet in einer anderen Folge. Da geht's, glaube ich, aber nur nach draußen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass ich gegen den hinten kämpfe. Runde. Dann gehen wir hier mal runter. Ah, das ist Murmelvieh. Das murmelt immer. Naja, murmel du mal um. Ich gehe weiter her. Ich kämpfe jetzt mal nicht. Weil der kommt jetzt nicht hinterher. Aber schaut nicht so aus. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch. Da hinten geht's hier raus? War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Oh, bist du ruhig? Oh! Alter! Alter! Gibt's hier draußen überhaupt was? So ein Scheiße mit der Scheiße hier. Ja, man merkt, ich habe jetzt, ja, wie ich vorher schon sagte, fast 2 Wochen nicht mehr gespielt. Das merkt man. Mal hier hoch. Komm her, Hexenvieh. Ja, alles gut. Alles klar. Jetzt muss ich auch mal den Typ hier hinten schnell umlegen. Das geht mir echt auf den Sack hier. Hier draußen waren wir ja, gell? Genau. Boah. Ist doch gut! Backstep. Boah, ey. Gib mir jetzt mal wieder auf den Sack hier. Jetzt ist aber Schluss. Gurmpuff. Elendiges Vieh. Großschwert. So, jetzt schauen wir aber trotzdem nochmal da raus, weil ich wollte da noch rausgucken.
was es denn hier hinten so Schönes gibt. Ah, bin ich wieder falsch. Ich muss auf die andere Seite. Lauf, Forest, lauf. Da sind meine Seelen. Okay, ich glaube, ich werde mir rausziehen. Na, komm. Einer down. Oh, und. Geht doch. Dann will ich meine Seelen wieder zurück. Sehr gut. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, hier. Titanitschuppe. Sehr gut. Versteckte Wand ist nicht irgendwo. Okay, alles klar. Gehen wir weiter. Ich sag mal hier weiter. Nochmal alles abschauen. Kann man das öffnen hier? Ne. Hier kann man nichts öffnen. Nicht. Absolut nicht. Ach du Heilige. Schau mal, ob ich den pullen kann. Komm hier, Papa, komm. Oh, der war gut. Nochmal, komm her. Ah. Mei. Bestimmt gleich irgendwas hinter der Ecke. 100 Pro. Ah, da hinten steht schon einer drin, okay. Na komm her. Komm her. Okay, schon mal einer down. Sehr gut. Nächster, komm her. Elendiges Vieh. Komm her. Ah, der macht doch nichts. Alles klar. So, holen wir uns den nächsten. Schlangenkopf. Keine Ahnung, was das für Viecher sind hier. Ja, Schlangenkopf. Okay. Hinter jeder Ecke lauert irgendwas hier. Ich pull die mal raus. Okay. Wenn man zugeht, dann nehme ich das natürlich dankend an. Weiter geht's. Titanitbrocken.
Oh mein Gott, was ist das? Ist doch nur ein riesen Hackebeil. Oder eine riesen Axt. Ach, Scheiße. Will ich mal lieber einen Trank nehmen. Ah, komm her. Oh. Doch scheiße, dass nur so kleine Idioten kommen. Nein. Nein, jetzt lebt er immer noch. Mensch, im Mauer drin. Ist denn das? Lauf! Alter. Was ist mit denen hier killen? Kleine Sau hier. Boah. Nein, down. Okay. Verstehe ich. Dann werde ich das jetzt anders machen. Habe auch schon einen Plan. Ungefähr wie. Ich will meine Seele mal zurückholen. Die lassen wir mal stehen. Den Idioten da oben. So, dann gehen wir gleich runter. Ich hoffe mal, dass der andere Idiot nicht hinterherkommt. Schaut nicht so aus. Ist schon mal gut. Mal jetzt mit den hier. Mein Gott, also, da denkst du, sie sind tot und dann leben die immer noch. Die andere muss ja hier irgendwo stehen, oder? Der war bestimmt da irgendwo. Den kann man bestimmt irgendwie mit dem Bogen pullen. Psst, komm her. Der hier, komm her, Egger, komm. Vielleicht kann ich nicht backsteppen. Kann man nicht backsteppen? Kann nicht backsteppen. Ja, alles klar. Ist der schon mal down? Jetzt sehen wir aber gleich mal einen Trank. Dann werden wir die anderen zwei da machen. Okay. So, die zwei hätten wir jetzt. Jetzt muss aber der eigentlich hier irgendwo stehen. Schauen wir mal, vielleicht kann ich den irgendwie, wenn ich hier ganz am Rand gehe, dass ich den dann irgendwie hier von der Seite machen kann. Wahrscheinlich wird man die wieder nicht sehen. Scheiße. Der muss aber irgendwo... Oh, ich mache jetzt mein Ziel zurück. Der muss doch aber eigentlich hier irgendwo stehen. Wahrscheinlich wird er genau hinter dem... Pfeiler da stehen. Eieiei. Man sieht jetzt hier aber auch nichts. Vielleicht kann man den von weiter hinten sehen. Man sieht hier gar nichts. Ah, da unten steht er. Optimal.
Ich hoffe, das war auch der. Jetzt muss ich mich irgendwie um den Großen kümmern. Okay, Große steht da. Ich schaue nochmal hier. Hier steht nichts. Den Großen irgendwie pullen von hier. Anhitten wäre schon mal nicht schlecht. Boah, ey. Okay. Warum schießt deine Scheiße woanders an, aber nicht auf mich? So, jetzt ist Ruhe, okay? Ausgeschmarzt, würde ich sagen. So, den Hammer. Langhals haben wir. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Hier unten? Schaut jetzt nicht so aus, okay. Hier nochmal rum. Ah! Mir leid, ey. Schauen wir gleich mal hoch, würde ich sagen. Donnersteinplattenring, okay. So, würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ich hoffe mal, dass jetzt bald mal ein Leuchtfeuer oder sowas kommt. Wenn ich immer den ganzen Weg hier rennen müssen. Ja, langsam gehen, nicht, dass die Brücke auf einmal einstürzt. Mit Dark Souls weiß man ja nie. In anderen Gebieten ist auch die Brücke eingestürzt. Mal gleich mal holen. Mai, jetzt komm. Das können wir da nicht entgehen lassen. Funkelt die da nicht. Okay, da ist eine Kiste. Keine Mimik, auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr eine Mimik erkennt, gibt es übrigens auf meinem Kanal auch ein Tutorial dazu. Einfach reinschauen, lohnt sich. Titanitschuppe. So, weiter geht's. Okay, da komme ich nicht ran. Ah, da ist schon wieder so ein Rollvieh. Die halten ganz schön was aus. Ja, sie so kleine Dinosaurier. Komm her. Alter Roller. Ja, genau, leg dich auf den Rücken und freu dich. Okay, da ist noch so ein Roller. Wenn wir bei reingehen, nicht, dass dem irgendwo ein Abgrund unterrollt noch. Wie kann man den hier durchschlagen? Ja, weiß jetzt nicht die feine englische Art, aber. Oh. Okay, das kann er natürlich auch. Ah, Alter.
So, okay, dann ist die auch hin. Dann gehen wir weiter. Mal hier schauen. Hier wird nichts. So, da ist unser Ring. Oder keine Ahnung, was da drin ist. What? What? Alter. Nee, nicht noch ein Drache. Warte mal, aber ich kann was probieren. Nee, jetzt haut er ab. Wo ist er denn jetzt? Da oben? Kann man ihn runterschießen? Okay. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wie es denn mit dem Drachen weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.